Wenn du einen Spiegel auf deine Driving Range hast, hast du eine wunderbare Gelegenheit, Schwung, Ebene beim Abschwingen und beim Ausrollen zu trainieren. Und du kannst dabei Bälle schlagen. Also so, diese Übung habe ich noch nie irgendwo auf YouTube gesehen. So, ich denke, es ist was Neues. Und das wird sich erstmal, du wirst dich vielleicht nicht trauen, dass du den Ball überhaupt triffst. Aber glaub mir, es klappt und es klappt gut. So, die Übung sieht so aus. Nachdem du den Ball angesprochen hast, starte deinen Schwung. Jetzt kannst du schon sehen, ob der Schlägerkopf vor der Fußlinie ist, wie er sein sollte. Du kannst sehen, ob der Schläger oben etwas gelegt ist auf der Ebene. Du kannst auch sehen, wie das Blatt aussieht, wie offen oder na, ob das Blatt square ist. Ich finde immer Kante parallel zum linken Arm ideal. Aber jetzt beim Abschwingen kannst du auch sehen, dass ob der Schläger da bleibt oder ein bisschen senkt, das wäre nicht schlecht, oder ob er doch von außen kommt. Aber du sagst mir wohl, dass kann ich trocken wunderbar hinbekommen, aber mit Ball sieht es anders aus. Jetzt machen wir es mit Ball. Und obwohl ich beim Abschwingen den Ball gar nicht sehen kann, werde ich den Ball treffen. Und ich werde den sogar gut treffen. Ich habe sogar so viel Vertrauen in diese Übung, dass ich meine teure Kamera da vorne stehen habe. Okay, so. Ich werde es jetzt mit Ball machen. Erstmal natürlich ein bisschen trocken, bekomme ein Gefühl dafür und jetzt geht's mit Ball los. Ich schaue nur da. Nachdem ich den Ball getroffen habe, werde ich gucken, dass ich mich richtig drehe. So, das war ein sehr, sehr gut getroffener Ball. Hoher Draw. So kannst du Bälle schlagen und gleichzeitig schauen, dass du den Abschwung richtig startest. Viel Spaß dabei.